Herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Erblühende Sexualität und Weiblichkeit. Heute habe ich ein sehr inspirierendes Gespräch für dich. Schön, dass du dabei bist, denn heute geht es um die männliche und weibliche Sexualität. Dafür habe ich Andres Kühn eingeladen. Für mich ist es ein sehr wahrhaftiger Mann, der in der Tiefe erforschen möchte, wer er ist und auch seinen Schattenthemen begegnet. Und auch solche Tabuthemen wie zum Beispiel Sexualität beleuchtet und offen darüber spricht. Und ich bin sehr dankbar, dass er hier dabei ist und mit uns teilt, was er in den letzten Wochen und Monaten für sich erkannt hat. Er hat in der Selbstberührung erforscht, was Sexualität ist und was sie für uns bereithält, was sie für Potenziale hat und auch was sie in der partnerschaftlichen Sexualität für Potenziale hat. Und wenn du für dich auch mehr erforschen möchtest, was da noch möglich ist und warum es so wichtig ist, diese sexuelle Energie fließen zu lassen und was unsere Sexualität mit unserem kreativen Lebensfluss zu tun hat, dann ist dieses Gespräch genau richtig für dich. Denn das erforsche ich mit Andres und jeder bringt dort seine Einsichten, Erkenntnisse mit ein. Und für mich war es ein sehr fließendes Gespräch mit einer Portion Humor und Freude. Und ja, vielleicht können wir dich da mit anstecken und auch mit uns gemeinsam in den Austausch zu gehen. Also hinterlass uns gerne eine Nachricht in den Kommentaren, womit du in Resonanz gehst, was dir gut gefallen hat, was du vielleicht auch anders siehst. Also sieh es als Einladung, hier wirklich mit dabei zu sein. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude, Inspiration und Lebenslust. Ja, hallo, lieber Andres. Schön, dass du heute wieder mal mit dabei bist. Wir hatten ja schon mal ein schönes persönliches Interview miteinander. Und es hat viele Menschen inspiriert. Und jetzt hast du mal bei Facebook einen Beitrag gepostet über, ich würde es jetzt mal nennen, die männliche Sexualität oder auch Selbstberührung. Und es hat mich sehr berührt, wie du das geschrieben hast. Und sehr ehrlich, authentisch. Und ich glaube, das wird wieder vielen Zuschauern und Zuschauerinnen vielleicht auch Impulse geben, Dinge anders zu betrachten oder auch mal auszuprobieren, zu gucken, okay, wie ist denn das eigentlich bei mir? Was will denn da noch entdeckt werden? Und dafür möchte ich dich erstmal ganz herzlich danken, mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst und den Raum nimmst, hier über ein Thema zu sprechen, was immer noch ein Tabuthema ist und es ja etwas damit zu tun hat, sich wirklich zu zeigen und auch einzulassen auf dieses Thema, das sehe ich nicht für selbstverständlich. Denn ich weiß, dass es auch ein sehr sensibles Thema ist. Und mal schauen, wie wir da einen Raum miteinander kreieren und da diese Offenheit mitbringen, um diesem Thema zu begegnen auf eine neue Art und Weise. Also erstmal ein herzliches Willkommen. Und wenn du magst, kannst du dich kurz vorstellen für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen. Mhm. Was machst du? Vielleicht gibt es Menschen, die haben das erste Interview von uns nicht gesehen. Ja, magst du noch mal ganz kurz was teilen? Wo fühlst du dich berufen? Was zieht dich so im Leben? Mhm. Danke für die Frage. Die trifft sehr gut. Danke auch, dass wir die Gelegenheit haben, erneut miteinander zu sprechen.
Und das, was mich wirklich, wirklich zieht, ist, die Welt zu verändern. Und das ist so, seit ich klein bin. Und ich habe mir das lange nicht eingestehen wollen, dass das so ist, weil ich einfach gespürt habe, wie gigantisch die Konsequenzen sind, wenn ich mich dafür hinstelle und sage, ich will eine neue Welt und ich will aktiv dafür gehen, dass diese Welt Realität wird. Ja. Und ich will das auch nicht irgendwo, sondern ich will das mitten in der Gesellschaft. Und noch genau in der Wirtschaft, ich will eine ganz neue Form von Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die sich eben nicht mehr daran orientiert, möglichst viel Gewinn zu machen, sondern die sich pur daran orientiert, dass sie dem Leben dient. Und Leben hat halt Prinzipien und die zwei wesentlichsten Prinzipien des Lebens sind einerseits Verbundenheit und das zweite ist Balance, dass es immer miteinander verbunden ist und dass es immer wieder einen Ausgleich braucht. Und eine Wirtschaft zu erschaffen, die genau das ermöglicht, dass mehr Lebendigkeit auf diesem Planeten entsteht, weil aktuell haben wir genau das Gegenteil, die Wirtschaft vernichtet Lebendigkeit, und zwar auf allen Ebenen, die es gibt. Und diesen grundlegenden Wandel, den will ich mit vorantreiben, und ich wusste lange nicht, wie es geht, bis mir irgendwann klar war, dieser Wandel beginnt in mir. So, ich bin derjenige, der Ausdruck einer neuen Welt wird, der Anschauungsbeispiel ist, wo Menschen sehen, wie funktioniert es, wenn sich ein Mensch wandelt und mehr mit dem in Kontakt kommt, was er wirklich ist, was er wirklich leben will und sich damit in die Welt stellt. Ja. Und vor allen Dingen da auch stehen bleibt. Also nicht, wenn Widerspruch, Ablehnung, was weiß ich, kommt, einknickt und sagt, tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint, ich gehe wieder zurück, sondern stehen bleibt. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wenn du so Linas Einleitung gehört hast, was hat das jetzt mit diesem sensiblen Mann-Thema zu tun? Es hängt alles zusammen, dass ich ein anderes Bewusstsein für mich als Mensch, als Mann bekomme, um mit diesem Bewusstsein auch dazustehen und zu sagen, ich bin gelebte Veränderung, ich bin gelebte Transformation, ich bin der sich permanent vollziehende Wandel, den wir in dieser Welt brauchen. Und das nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil es einfach die Aufgabe ist, die durch mich leben will. Und das, was ich da auch immer wieder spürte, da sind viele Machtthemen mit verbunden und diesen Machtthemen achtsam, bewusst zu begegnen, weil für Wandel braucht es Macht, keine Frage. Und gleichzeitig braucht es eine bewusste Macht, damit Macht nicht wieder zum Machtmissbrauch führt. Ja, und das ist das, was mich bewegt und was ich tue. Ich bin genau genommen seit mehreren Jahren Forscher, entdecke, wie das geht, vor allem unabhängig von irgendwelchen Instanzen. Also ich war lange Unternehmer und habe mir halt da quasi ein finanzielles Polster erarbeitet, von dem ich gerade lebe. Und ich muss halt niemandem gefallen mit dem, was ich da tue. Ich muss niemandem nach dem Mund reden. Ich brauche keine Fördermittel. Ich brauche keine Stiftung, die mich finanziert. Ich kann einfach das tun, wo mein Herz sagt, genau dort geht's lang. Und einfach weitergehen. Und brauche mir nicht so den ganzen Tag darüber Gedanken machen, woher bekomme ich jetzt das Geld, um mein Essen und meine Miete zu bezahlen. Sondern die Frage habe ich halt quasi durch meine Vorarbeit erstmal für eine Weile beantwortet. Und ich will aber beginnen, Menschen, die genau diese Vision zieht, die sagen, hey, es braucht Wandel, es braucht Menschen, die aktiv Zukunft gestalten, die zusammenzubringen und zwar ganz konkret in Regionen. Und Lina und ich, wir leben beide in Dresden, bedeutet, hier Menschen zusammenzubringen, die Pioniere einer neuen Zukunft sind. Die sagen, ich sehe, dass es eine neue Wirtschaft braucht, ich sehe, dass es eine neue Gesellschaft braucht, dass es neue Strukturen in unserem Miteinander braucht und ich bin bereit, die aktiv zu gestalten. Und mir ist bewusst, dass diese Gestaltung in mir beginnt und dass ich der Pionier bin, der den anderen vorlebt, wie es geht und es dann mehr und mehr in andere Felder ausdehnt. Und dafür gehe ich gerade los und bin darin sehr aktiv. Ja, dann habe ich einen Podcast, der heißt Erwachte Götter, wo es darum geht, wie sich das Göttliche mehr und mehr Menschsein zeigt. Wir sind mittlerweile bei Episode 106. Also es gibt viel zu entdecken. Und zusammen mit meiner Partnerin, mit Franka, habe ich ein Projekt, das heißt Naksch zum Nordpol. Bisher war es eine Expedition Liebe und jetzt gibt es gemeinsam Expedition Zukunft, wo wir gemeinsam auch losgehen, um Zukunft zu gestalten. Weil das Thema von Franka ist Familie. Familie als Ursprung überhaupt des Miteinanders in unserer Welt, des Miteinanders der Menschen. Und da diese Zerrüttung, auch diese Störung im Familiensystem einfach in geheilte, liebevolle, geklärte Familien zu wandeln. Ja, das mal so als Einleitung meinerseits. Ja, also bei dir hängt nach wie vor das Bild, ich meine, hatte ich jetzt nicht so gut gesehen, man hatte ich aber gut verstanden. Also sorry, die Internetverbindung bei Andres ist heute nicht ganz so stabil.
Wir würden das Interview trotzdem gerne aufnehmen und ja, schauen mal. Hoffen, dass es. Wir haben dich sehr gut verstanden, Andres. Nur dein Bild war ja teilweise eingefroren und nicht ganz klar. Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Ja, also als du gesagt hast, du hattest schon als Kind diese Vision von einer besseren Welt, von einer schöneren Welt. Also du möchtest die Welt verändern, so hast du es auch genannt. Da teilen wir was miteinander. Also auch das habe ich schon als Kind genauso erlebt. Und ja, zwischenzeitlich habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht möglich. Lass das doch einfach, lass diese Vision fallen. Nur das war, was mich wirklich schon als Kind sehr bewegt hat und jetzt eben wieder so stark da ist. Nur jetzt würde ich sagen, viel stabiler. Also nochmal, es wird mehr und mehr klarer und so vernetzen sich irgendwie auch Menschen, die da mitwirken wollen und die aktiv mitgestalten wollen daran. Und das finde ich so schön. Also ja, danke für das Leben und danke dir auch. Du hast es echt schön ausgedrückt. Ich finde immer, es ist eine große Stärke von dir, diese Dinge auszudrücken. Das ist echt eine große Stärke. Also ja, auch egal, ob es jetzt über schriftliche Beiträge sind oder jetzt im Interview. Ja, und jetzt kommen wir mal zur ersten Frage. Was bedeutet denn für dich, also gerade wenn ich mal den Begriff männliche Sexualität in den Mund nehme, wie würdest du das denn jetzt für dich definieren? Also wenn ich jetzt drauf schaue, ist es für mich erstmal ein unmittelbarer Ausdruck von Lebendigkeit. Es ist eine extrem kraftvolle Energie. Und wenn ich das Prinzip des Männlichen hinzunehme, ist es eine Energie, die vor allen Dingen befruchtet. Eine Energie, die Samen setzt. Und wenn ich da mal so schaue als Mann, bin ich ja unglaublich fruchtbar. Ich habe ja jeden Tag Millionen von Samen in mir. Und zu sehen, wie viel Fruchtbarkeit ein Mann in sich trägt. Und so, ich merke auch, wie du gerade aufblühst, so in diesem Bewusstsein, dass Männer zutiefst fruchtbar sind. Und diese Lebendigkeit, die in dieser Fruchtbarkeit steckt, die ist für mein Empfinden in Männern so begrenzt, weil es da so viel Verurteilung für gibt. Weil gerade männliche Sexualität ist mit so vielen Storys verbunden, von Übergriff, Vergewaltigung, Missbrauch. Also da ist so viel Dreck oben drüber. Und das, worauf du dich bezogen hast, so dieser Facebook-Beitrag, den ich da geschrieben habe, das waren Erfahrungen, die ich machte, dass meine Sexualität in der Tiefe unschuldig ist. Da gibt es keinen Missbrauch. Also pur dieser Körper ist unschuldig. So genau wie ein weiblicher Körper, wie weibliche Lust in der Tiefe unschuldig ist. Da gibt es keine Schuld. Das ist eine ganz komische Idee, die wir aufgrund von kollektiven Prägungen, von all möglichen Konstrukten draufgepackt haben. Wie als wäre diese ursprüngliche Kraft mit ganz vielen Ventilen versehen worden, damit die nicht zu viel Intensität entwickelt. So, weil meine Lust, die hat ganz viele Ausdrucksformen. Das ist ja nicht nur, dass ich irgendwie vögeln will, sondern da ist ganz viel Freude drin, da ist ein schöpferisches Bedürfnis drin, da ist eine große Neugier drin, da ist Verbundenheit drin. Also meine Sexualität ist wie so ein Epizentrum, wo sich all diese Dinge, die Lebendigkeit eigentlich ausmachen, so zusammenballen. Und wo die Kraft dafür da ist, damit es immer wieder neu in diese Welt hinein explodieren kann. Du hast es ja auch vorhin so schön gesagt, dass das Thema, also eine neue Welt kreieren, und das Thema Sexualität ja überhaupt nicht sich ausschließen, sondern dass es total gut zusammenpasst. Also das erlebe ich auch so, wenn du so von dieser Fruchtbarkeit sprichst, ja, ist ja bei uns Frauen genauso. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns auch gar nicht so sehr. Ne? Deswegen tue ich mich immer schwerer mit diesem männliche und weibliche Sexualität, sondern es ist erstmal nur eine Energie, die da ist, eine Energie, die fließt und eine Energie, die schöpft. So.
sich kreativ ausdrückt. Und wenn die eben frei fließen darf, ne, dann kommen schöne Ideen und diese Umsetzungskraft. Und wie du schon sagst, es geht nicht nur einfach um heiß zu vögeln oder so, wobei das natürlich auch seinen Raum haben darf, diese Verbindung mit einem anderen Menschen und dieser körperliche Austausch, der hat natürlich genauso seinen Platz. Nur begrenzen wir das oft nur auf diesen winzig kleinen Teil Sexualität. Aber Sexualität ist so viel größer, ne? Das kristallisiert sich jetzt hier schon aus dem Gespräch heraus. Wenn du so sprichst, boah, da ist so viel mehr, so viel mehr. Deswegen mache ich auch diese Arbeit, weil ich immer sage, wenn wir das unterdrücken und sagen, das ist, darf nicht sein, dann unterdrücken wir uns in unserem Wesen, in unserem Ausdruck, in unserer Kreativität, Schaffenskraft, Schöpferkraft. Genau, vielleicht hast du da auch noch mal einen Impuls, was dazu zu sagen, zu diesem Unterdrücken der Sexualität. Ja. Also dort, ich mag die Präzision unserer Sprache. Also wenn ich was unterdrücke, findet es seinen Ausdruck. Und ich glaube, dass ganz viele dieser Dinge, die gerade auch im Miteinander von Frau und Mann so viele Wunden hervorgerufen haben, wesentlich aus diesem Unterdrücken resultieren. Weil diese Energie, die findet ihren Weg immer. Also die kann ich nicht wegmachen. Also die ist ja da. Und irgendwie versucht die immer wieder ins Leben zu kommen, zu sagen, hey, ich bin da. Und wenn ich die aber in ihrer Ursprünglichkeit bekämpfe, muss sie halt wie auf Irrwege kommen, um irgendwie trotzdem wieder Teil des Lebens zu werden. Weil es Teil des großen Ganzen. Und in dem großen Ganzen kann ich nicht einfach sagen, ich schneide es weg. Es ist immer da. Es findet nur einen anderen Weg. Mhm. Und wie kann dieser Weg aussehen, Andres? Sorry, dass ich jetzt unterbreche. Wenn das, ja, ist total gut. Ist total gut. Wie kann sich das äußern, nur damit es vielleicht klarer wird? Hast du ein Beispiel? Ja, also was relativ Simples, was für Männer total ungewöhnlich ist, sich einfach mal nur mit beiden Händen am Penis zu berühren, also beide Hände draufzulegen in den Schritt und einfach mal still zu sein und zu fühlen, was passiert. Und es gibt ganz viele Erfahrungen, die du da machen kannst. Eine ist, dass du spürst, da kommt sofort Lust. So, da kommt eine Erektion und da kommt natürlich dieses Ding, ich will was damit tun. Und bleib einfach still. Und nach einer Weile wirst du merken, wie diese Energie mehr nach innen, unten, wie in deinen Beckenraum reinwandert und dort so ein ganz wohliges Prickeln hinterlässt. So als wäre das jetzt wie ein riesiger Whirlpool, wo ganz viele Blasen sind. Und wenn du das noch weiter lässt, merkst du, wie diese Energie, die da unten in deinem Beckenboden, was ja wie so eine Schale ist, wie die beginnt aufzusteigen und deinen Körper füllt. Und auch da zu sehen, was wächst einfach aus mir heraus. Weil wir ja oft sehr reaktiv sind. Also wir meinen immer, irgendwie auf die Welt da draußen reagieren zu müssen. Und Sex ist ein geiles Symbol dafür. Ich sehe eine Frau, die ich attraktiv finde und sofort denke ich, ich muss was mit der machen. Statt einfach nur zu sehen, da ist eine Attraktion, die in mir diese Energie wieder aktiviert. Mhm. Und einfach nur zu genießen, das ist gerade Lust in mir. Und diese Frau hat mir dieses Geschenk der Lust eröffnet. Aber ich muss es jetzt nicht mit der Frau ausagieren. Ja. Weil diese Zwanghaftigkeit des Ausagierens, das ist für mich schon das Erste, wo diese Energie immer irgendwie versucht wird, in eine Form gepresst zu werden. Aber Lust hat erstmal keine Form, sondern erstmal nur, cool, schön. Ja. Geil, lebendig, ekstatisch. Ja. Und was, glaube ich, auch schwierig ist, wenn wir Lust an unser Glück koppeln. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wenn wir, und dann rennen wir dieser Lust so hinterher und denken, wir können nur glücklich sein, wenn wir diese Lust empfinden. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung damit? Also ich meine, dass wir diese Lust immer an äußere Bedingungen koppeln. Das beispielsweise, ich bleib mal bei dem Bild als Mann, wenn ich mit dieser Frau Sex habe, dann empfinde ich Lust, dann bin ich glücklich. Mhm. Und dort ist so eine Verknüpfung, wo ich so ganz viele Abhängigkeiten erschaffe, die aber meine ursprüngliche Lust gar nicht kennt. Die ist frei von Abhängigkeit, weil unschuldig bedeutet gleichzeitig Unabhängigkeit. Die ist frei. Mhm. Und je mehr ich das erkenne, auch nur zu sehen, das entfaltet sich ja in mir. So, die Frau ist ja nur wie so eine Erinnerung daran, aber die ist ja nicht der Grund. Ja. So, das entsteht ja nicht dadurch, dass ich die Frau sehe, sondern die macht es ja nur wie wach. Das ist wie so ein Wegsignal.
Und je bewusster mir das wird, desto mehr merke ich, wie vielfältig sich diese Lust entfalten kann. Und wieder auch in mir ein ganz anderer Raum entsteht, wie vor allen Dingen ein Raum dafür entsteht, dass ich mich in meiner ursprünglichen Lebendigkeit, in meinem wahren Wesen viel mehr erkenne. Mhm. Und dass Sexualität nur wie ein Generalschlüssel dafür ist. Aber sie ist nicht der Grund, sondern es geht für mich vielmehr darum, diese Lebendigkeit und die Einzigartigkeit meines Wesens mehr und mehr dadurch zu erfahren. Mhm. Und dafür ist Sexualität ein wundervoller Zugang. Mhm. Und, aber solange wir so verklemmt damit agieren, indem wir zum Beispiel uns weigern, darüber zu sprechen, darüber zu kommunizieren, bleibt auch die Lebendigkeit immer begrenzt. Ja. Bleibt immer irgendwie im Schlafzimmer, möglichst noch abgedunkelt und ja. irgendwie nach bestimmten Routinen vollzogen und irgendwie. Ja, das ist. das fühlt sich so unlebendig an, ja, so. Mhm. Ah, ja. Also. Auch da wieder, ne? Da gibt es keinen Unterschied. Wie du's, ich erlebe das genauso, wie du sagst, dass sich da wie so ein Prickeln im Becken aufbaut und dann sprudelt das und fängt wirklich immer mehr sich auszudehnen und dann merkst du, dass dein Herz auch anfängt überzufließen und dass sich das über den ganzen Körper irgendwie erstreckt. Und ich denke immer wieder, boah, wie schön, wie faszinierend, was da in uns steckt, ne? Was so ja, was wir da erleben dürfen, das ist ein Geschenk. Danke für dein Teilen. Mhm. Und ich glaube, dass es auch den Zuschauern, Zuschauerinnen, also den Menschen, die jetzt hier zusehen, auch vielleicht eine Erinnerung schenkt. Ja, das ist, weil das ist ja nicht, dass wir irgendwie das Privileg haben, das erfahren zu dürfen, weil nur wir das irgendwie haben, sondern das hat ja jeder Mensch, ist da gleich ausgestattet. Ja, also jeder hat die Möglichkeit, diese Lust, diese unabhängige Lust, wie du es so schön auch genannt hast, wirklich zu erfahren, ne? Die wirklich unabhängig von äußeren Umständen ist. Aber wir können natürlich schon die Impulse auch nutzen, ne? Dass wir sagen, okay, der erinnert uns daran, da passiert so eine Attraktion. Boah, krass, ja, was passiert denn da in mir? Jetzt erforsche ich das mal, was da so, wenn ich das wirklich da sein lasse und nichts damit, ich sie nicht ausagieren will und mir vielleicht schnell irgendwie selbst mache, um diese Energie wieder loszuwerden, sondern es einfach mal in mir sein zu lassen und die wirken zu lassen, ohne was damit zu machen, dann kann echt, schöne Dinge passieren. Magst du noch, kommt dir dazu noch was? Auf jeden Fall. So, also ich mag auch dieses Thema Lust noch ein bisschen in einen anderen Kontext drücken. Also wenn du es als Lebenslust oder Lebensfreude siehst. Ja. Weil ich kenne das ja auch bei mir, das sind sofort wie bestimmte Schubladen offen und dann ist es dort drin. Und so Lebensfreude ist ja was ich ganz frei entfalten kann und die sich in jedem Moment zeigen kann. Ja. So, ich kann bei Sexualität total voller Lebensfreude sein und lachen die ganze Zeit dabei. Und ich kann diese Lebensfreude genauso haben, wenn ich gerade was esse oder wenn ich einfach durch die Stadt laufe und mich an all diesen vielfältigen Möglichkeiten des modernen Lebens erfreue, genauso wie in der Natur. Also da gibt es keine Limitierung. Und wenn du, also Kinder sind für mich immer ein wundervolles Anschauungsbeispiel. Und dieses simple Ding, beobachte mal ein Kind auf dem Spielplatz, wie viel Energie das hat. Das ist Lebensfreude pur. Und wir Erwachsenen denken uns, in einer halben Stunde wäre ich völlig im Arsch. Das ist aber nie das Kind, dass es irgendwas anderes hat, was wir nicht haben. Der einzige Unterschied ist, wir haben diese Freude so krass weggesperrt, dass wir nach einer halben Stunde komplett erschöpft wären. Ja. Und das Kind, das kann den ganzen Tag dort rumtoben, weil das noch nicht diese ganzen Blockaden in sich etabliert hat, die für uns in unserer aktuellen Zeit leider normal geworden sind. Und ich begegne immer mehr Menschen, die spüren, dass da noch was ganz anderes in ihnen ist und die aber keinen Ausdruck dafür finden. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass Menschen wie wir beide beispielsweise einfach davon sprechen, dass es sowas da ist. Dass die anderen merken, ah krass, das könnte es ja sein, was da in mir arbeitet. Das Leben, was immer wieder in mir rüttelt und sagt, ey, werd mal wach. Guck mal, wo du hier bist. Du bist mitten im Paradies und tust aber so, als wärst du kurz vor der Apokalypse. Das ist ein Irrtum. Nutz dieses Geschenk, bitte. Mhm. Ja. Ja, schön, schön ausgedrückt. Das ist das, was ich gemeint habe, ne? Wenn die so gekoppelt wird oder verwechselt wird mit Glück, als gerade diese sexuelle Lust, du hast es nochmal schön differenziert. Du hast gesagt, die von außen, ne?
die wir so uns von außen erhoffen, zu bekommen. Du hast auch nochmal von der inneren freien Lust gesprochen, die immer, und Lust kann ich ja auch empfinden beim, ja, indem ich hier das Glas ganz bewusst anfasse und ganz genussvoll jetzt mein Zitronenwasser trinke, zum Beispiel, ja, auch dabei kann ich Lust empfinden und ein Prickeln und, ja, oder was weiß ich, oder beim Malen und wenn ich mich irgendwie ausdrücke, beim Tanzen. Es gibt so viele andere schöne Dinge. Aber letztendlich, egal bei was wir das erfahren, sie kommt immer aus uns selbst heraus, nie von dem anderen. Das ist wahrscheinlich das Erste, was wir. Und dann habe ich tatsächlich einen Unterschied gemerkt zwischen diesem Lustvollen, was aus meinem Schoß kommt, und einfach dieses total erfüllte Glücklichsein, dieses ganz zufriedene Gefühl. Häufig haben wir das auch manchmal so also nach dem Sex vielleicht, so wenn so einfach, und dann schläft man so ein wie so ein Baby, also so was ganz Zufriedenes, ne? Aber auch das ist wieder was ja auch uns immer zur Verfügung steht im Prinzip, nur es wird halt überschattet, ja? Also dieser innere Frieden oder diese Glückseligkeit ist auch nochmal ein Unterschied, würde ich sagen, von wie sich das anfühlt, genau. Ja. Ich gucke noch mal kurz, was jetzt wieder für ein Impuls aufsteigt, was noch gesagt werden möchte von uns beiden. Wir haben jetzt viel von der inneren Lust, die einfach so aus uns selbst herauskommt, gesprochen. Und ich möchte auch nochmal darauf eingehen, weil nicht, dass jetzt viele denken, ja, ich glaube nicht, dass sie das denken, kam eigentlich gut raus aus unserem Gespräch. Nur auch möchte ich nochmal diese partnerschaftliche Sexualität ansprechen. Du hast von deinem Erlebnis berichtet, wie du das erfahren hast in deinem, du hast es so schön in deinem Beitrag beschrieben, wie du einfach mal die Hände auf deinen Penis gelegt hast und nichts mit dieser Energie gemacht hast und es dich so durchströmt hat. Und sind da vielleicht auch Erkenntnisse in der partnerschaftlichen Sexualität gekommen? Also wie du einer Frau anders begegnen kannst? Denn auch das hat ja seinen Platz. Und ich glaube, dass wir, wenn wir so diese Momente mit uns haben, das auch in unsere Beziehung mit reintragen können, diese Erfahrungen, diese Erkenntnisse. Und da bin ich ganz neugierig, was da so in der Begegnung mit Franka sich vielleicht neu gezeigt hat. Oder ja. Also zum einen kommt bei mir eine größere Achtsamkeit, vor allen Dingen für die Feinheit des eigenen Körpers. So, und mein konkretes Erfahren ist, dass die permanent wächst. Also je bewusster ich in mir werde, das ist ja ein Bewusstsein, was automatisch auch in die Welt hinausgeht, desto bewusster wird auch dieses ganze Körpersystem. Und dass ich auch einfach immer ja, mehr merke, was für ein Wunder das tatsächlich ist, so verkörpert Mensch zu sein. Und dass sich diese Bewusstheit natürlich auch auf das Miteinander ausdehnt. Und gleichzeitig kommt auch mehr Leichtigkeit in die Sexualität. Das ist ganz, an sich klingt es ein bisschen gegenläufig, weil mehr Achtsamkeit bedeutet ja, das wird feiner, das wird irgendwie langsamer. Und gleichzeitig gibt es auch ganz viel spielerische Dinge, wo einfach aus dem Moment Intensität entsteht und dann noch wieder vorbei ist. Ja. Also dieses Spektrum an Lebendigkeit wächst. Und also für mich hat Sexualität vor allen Dingen viel Spannung und Ernsthaftigkeit verloren. So, es wird einfach leichter, freier. So, vor allem auch viel über Dinge zu sprechen, wie es mir damit geht, was ich da gerade empfinde. Um beispielsweise auch manchmal im Sex zu merken, es ist gerade nicht dran. Ja. So, beispielsweise zu sehen, ich bin gerade nicht offen oder Franka ist gerade nicht offen. Und dann auch anzuhalten, nicht weiterzumachen. Ja. So, das erlebe ich auch so.
für mich eine ganz neue Erfahrung, weil so als Mann, ja, war oft so, oh cool, Sex und dann schon sehr zielorientiert. Und diese Zielorientierung verliert sich mehr und mehr. Mhm. Und ja. Ja, es kommt mehr Klarheit rein. Auch zum Beispiel zu sehen, dass bei mir nach dem Sex mein Kopf extrem aktiv wird, der sonst nur still ist. So, der so ganz übererregt ist und auch mit dieser Übererregung zu sein und zu merken, oh, bruh. Also ja. Es ist eine wundervolle Entdeckungsreise und es nimmt den Fokus schon mehr vom Außen nach innen, was aber erstaunlicherweise nicht bedeutet, dass ich weniger mit dem Außen verbunden bin, sondern eher das Gegenteil passiert. Dass durch diese mehr Fokussierung auf das Innere gleichzeitig wie die Verbindung nach außen wachsen. Ja. Klingt irrational, weil wir immer denken, es geht nur das eine oder das andere, aber es ist wie, als würde es ein größeres Feld öffnen. Ja, absolut, ja. Wie ist es denn, wenn diese, du hast ja vorhin gesagt, wenn wir einfach nichts mit dieser Energie machen, aber wir kennen das ja, du kennst es wahrscheinlich, ich kenne das, wenn diese Energie so stark ist, also wenn die auch gerade in der Partnerschaft, denn ich glaube, wenn man so mit sich alleine ist, geht das noch besser, aber wenn dann noch die andere Energie so mit reinkommt und dann kommt so ein, oh, wirklich so eine krasse Lust und so eine ganz starke Energie, hast du da vielleicht auch nochmal einen Impuls, wie wir dann damit umgehen können? Ja, also wie siehst du das überhaupt? Siehst du das so einfach fließen lassen und es einfach, ich würde jetzt auch mal sagen, es irgendwie ausagieren, wenn diese krasse Lust da ist, okay, dann einfach leben? Oder sagst du, es ist auch da ganz gut, einen Ball flach zu halten und eher in diesen kühleren Bereich zu gehen, nicht so sehr in dieses Heiße? Und wenn ja, was hast du da für einen Tipp, wie man mehr in diesen kühleren Bereich reinkommt? Also für mich, der Schlüssel ist immer Bewusstwerden. Also das ist für mich so das ultimative Werkzeug. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, was machen zu wollen, mach es einfach. Und für mich ist immer das Spannende, Bewusstwerdung bedeutet, dass ich Erfahrungen immer mir nochmal betrachte. Was ist da gerade passiert? Wie fühle ich mich gerade damit? Mhm. Und dann aus diesen Erkenntnissen, die aufgrund dieser Reflexion kommen, die dann für den nächsten Schritt zu nutzen. Also es ist quasi wie so, das, was vom Leben zu mir kommt und ich das Gefühl habe, ich mache das jetzt, mach's. Und dann guck aber immer mal kurz, wie war denn das? Und wie ist es gerade in dir? Und was lernst du aufgrund dessen? Weil was ich zumindest immer mehr erkenne, jeder von uns ist einzigartig. Und deswegen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für dich richtig ist. Ich kann dir nur sagen, so erlebe ich es, so empfinde ich es als stimmig. Und wenn du Resonanz hast, probier es aus und finde deinen Weg. Und also für mich ist ganz viel Demut auch in dieses Thema gekommen, anderen zu sagen, was sie machen sollen. Also früher war ich da sehr klar und inzwischen merke ich, je mehr ich mich selbst quasi kennenlerne, das ist wie so, als würde ich auch mehr und mehr ein Gefühl dafür bekommen, jeder ist ein einzigartiges Meisterwerk. Mhm. Und da gibt es schon Dinge, wo wir uns ähneln, aber in der Tiefe bist du ein absolut einzigartiger Ausdruck der Schöpfung. Und es gibt einfach nichts, was mit dir vergleichbar ist. Mhm. Und es braucht dich und deine Einzigartigkeit, damit dieses Prinzip der Schöpfung vollständig wird. Mhm. Damit diese große Sinfonie des Universums jeden einzelnen Klang hat. Und Bewusstsein ist das, was es für mich noch am ehesten beschreibt. Mhm. Dieses, mach jede Erfahrung, die sich in dir gerade als richtig anfühlt, und bitte betrachte dir's und lerne daraus. Also so ist das auch, wie ich meinen Weg gehe. Weil es gibt Situationen, wo das, was du beschreibst, ausagieren total richtig ist. Und es gibt Situationen, wo diese Hitze einfach runterkühlen darf. Ja. Und das kann innerhalb von ein paar Minuten, kann das eine absolut richtig sein, dann sofort das andere absolut richtig. Das stimmt. Deswegen ist bei mir so, mach's bewusst. Ja. Ja. Ja, kann ich absolut unterschreiben, so wie du das, schön beschrieben hast. Ja, Bewusstsein reinbringen und zu so gucken, okay, wie fühle ich mich denn wirklich damit? Also auch wirklich ganz ehrlich und da auch hinzuschauen. Also ich glaube, manchmal trauen wir uns auch nicht so richtig, weil wir dann denken, okay, wenn wir das jetzt hier abbrechen, wenn wir ehrlich sind mit uns, dann müssten wir das jetzt hier abbrechen und müssten sagen, stopp. So, also gab es jetzt auch mal vor kurzem eine Situation mit meinem Partner,
wo ich dann gemerkt habe, es hat sich jetzt bis hierher total stimmig angefühlt, es so zu leben. Und jetzt gerade fühlt es sich nicht mehr stimmig an. Und jetzt muss ich hier stoppen an der Stelle und muss erstmal innehalten und brauche erstmal meinen Space kurz für mich. Ja, bin schön in Verbindung geblieben, hat nichts mit dir zu tun. Bei mir kommt gerade eine krasse Emotionsflut. Da möchte ich nicht drüber gehen, sondern ich möchte es fühlen. Und dann flossen ein paar Tränen und ich konnte es durchfühlen und dann konnten wir uns wieder neu begegnen, aber in einer ganz anderen Energie, als das zuvor war. Ne? Und das hatte aber für mich auch so was Lebendiges, dass wir eben, ja, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich gedacht, nur Slow Sex ist das Ding. Ich muss jetzt nur noch Slow Sex machen und dann ist das eine gute, erfüllte Sexualität. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ja, da grenze ich mich ja auch wieder so ein mit diesem Konzept. Ja, ich finde es gut, wenn ich mich völlig frei machen kann von den ganzen Konzepten, wie ich zu sein habe, was ich gerade zu tun und zu machen habe, sondern eher zu spüren, weil wir haben ja ein tolles Navi in uns eingebaut. Wir wissen ja genau, was fühlt sich stimmig an, was nicht. Und wenn wir uns da immer mehr leiten lassen und führen lassen vom Leben, was eben gerade dran ist, dann fühlt sich das auch so lebendig an. Und das Sex, das hat Ilan auch schon mal so schön ausgedrückt, Sex darf alles beinhalten, auch Trauer, auch Schmerz, alles darf nach oben kommen. Ja? Und dann wird Sexualität auch lebendig. Und was ich dann meist erfahre, wenn das seinen Raum bekommt, auch die Trauer und die Tränen, die fließen dürfen, dass dann nochmal eine ganz andere Lebendigkeit und vielleicht eine viel feinere Lust, die mich sanft durchströmt. Ja. Und wenn ich eben darüber weggehe, dann merke ich einfach nur einen Energieabfall dann irgendwann, zack, und ich spüre mich gar nicht. Also ich habe mich sehr oft leer gefühlt nach solchen Aktionen, wo ich mich übergangen bin. Und somit auch den anderen, weil ich tue auch den anderen einen Gefallen, wenn ich da nicht einfach irgendwie drüber hinweggehe, ne? Weil da ist ja was miteinander passiert und wo er vielleicht auch wieder was Neues über sich kennenlernen darf in dieser Erfahrung. Und die nehme ich ja dann, wenn ich nicht ehrlich zu mir bin. Genau, also das ist was, Ehrlichkeit, was du gesagt hast, ja, Bewusstsein, einfach da Bewusstsein reinzubringen und dann der zweite Schritt, ja, auch diesen Mut zu haben, das, was ich da entdeckt habe oder gerade erkenne, worüber ich mir bewusst werde, dann auch den Mut zu haben, es auch zu kommunizieren und dem nachzugehen, diesem Impuls. Mhm. Ja. Ich finde gerade deine Erfahrung sehr, sehr wertvoll, weil die zeigt, wie dort was beginnt, was es überall in unserer Welt braucht. Dieses Stopp, das stimmt gerade nicht für mich. So, und wir haben so viele heikle Momente, wo wir uns das nicht trauen. Du hast halt diesen Moment von Intimität angesprochen, die Angst davor, was passiert dann. Und ich behaupte mal, in allen Lebensbereichen haben wir überall dasselbe Prinzip. Wir spüren, irgendwas stimmt hier nicht. Allgemein im Alltag, in der Partnerschaft, im Job, in der Art und Weise, wie sich Menschen begegnen. Dieses Stopp, das stimmt hier so nicht für mich. Meine Wahrheit ist gerade eine andere. Und dann gehen wir noch drüber hinweg. Und solange wir noch drüber hinweggehen, läuft das, was aktuell läuft, weiter. Und gerade diese Unterbrechung sind Möglichkeiten, wo es eine neue Richtung bekommen kann, wo sich es neu orientiert. Und auch zu sehen, Neuorientierung macht Angst, weil ich nicht weiß, was kommt denn dann, was passiert denn da? So, wie reagiert mein Partner darauf, wenn ich plötzlich sage, ich mache erstmal nicht weiter? Ja. Und dort diesen Mut zu entwickeln, auch zu sehen, was noch in mir alles dagegen arbeitet, zu sagen, ah, lass mal, ist doch nicht so schlimm, mach doch weiter. Also da gibt es ja ganz viel, was da hochkommt. Ja. Und zu sagen, ich mache trotzdem. Und dort wächst du über dich hinaus und dort kann ein neuer schöpferischer Ausdruck kommen. Ja, das stimmt. Und deswegen finde ich das so wertvoll, was du teilst, weil das wie so ein Sinnbild für alle Aspekte unseres Lebens ist, wo wir eben nicht sagen, hier stimmt es nicht für mich. Ja. Und auch dort, verurteile dich nicht dafür, wenn du es nicht gemacht hast, machst dir bewusst, dass du dort über was hinweggegangen bist, was dir eigentlich wichtig ist. Ja. Und das ist der erste Schritt, um zu sagen, beim nächsten Mal halte ich inne. Und merk zumindest, wenn es erstmal nur kurz ist, ich bewege mich erstmal nicht weiter und horch mal in mich rein, was will denn jetzt sein? Ist es beispielsweise ein Stopp? Und dann noch zu gucken, was ist mein konkreter Ausdruck des Stopps? Weil ich dachte immer, das muss ganz laut und deutlich sein. Und manchmal kann ein Stopp
aus tiefstem Herzen ganz, ganz liebevoll sein und einfach nur, dass eine Hand sich auf den anderen legt und ihn einfach anhält. Und dann wird es ruhig. Ja, und, schön, dass du das sagst. Ja. Stimmt. Mhm. Ja, und auch nochmal so schön, wie du das wieder ausgedrückt hast, mit dem, also dass wir das auch auf andere Aspekte unseres Lebens übertragen können. Ne? Mhm. Also Sexualität ist eigentlich auch so ein schönes, wir können ja nicht sagen, so ist es in der Sexualität und in meinem Alltag lebe ich das ganz anders. Also meistens ist es ja so ein schöner Spiegel auch. Ne? Also so wie sich das gestaltet, in der Sexualität, so gestaltet sich meist auch unser Alltag. Also was wir uns dort nicht trauen oder dort nicht leben oder dort nicht fließen lassen, das ist meist auch im Alltag so. Also wie du schon sagst, wir können das wirklich auf alle Aspekte unseres Lebens übertragen. Und ich glaube, du hast eine große Angst da auch angesprochen vorhin. Und zwar die Angst vor Ablehnung. Also das ist so das habe ich bei mir entdecken können. Also wenn ich Stopp oder Nein sage, dann war immer diese Angst, okay, damit bin ich nicht mehr geliebt oder nicht mehr angenommen. Ich habe Angst, dass mich mein Partner jetzt ablehnt damit, wenn ich zu mir stehe, wenn ich zu dem, was ich fühle, stehe. Da hast du ja auch schon richtig viel darüber gesprochen und auch schon Beiträge geschrieben zum Thema Ablehnung. Kommt dir da vielleicht auch noch was, gerade die Ablehnung als Mann auch noch mal? Ja. Gerade beim Thema Sexualität. Ich glaube, dass Männer da viel verletzlicher sind im Kern, als wir oft glauben. Also, weil sie sich eben auch nicht so verletzlich zeigen da. Aber wenn da mal was aufgeht und ihr dünnhäutiger werdet und euch da mehr zeigt, dann sieht man, dass da eine ganz, eine große Verletzlichkeit ist und auch ganz viel Ängste da sind. Und die würde ich gerne auch nochmal mit dir ansprechen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig für die Frauen, das zu erfahren. Wie können wir Männer euch auch so ein bisschen dabei unterstützen, euch öffnen zu können, auch für diese Verletzlichkeit? Vielleicht hast du da irgendwelche... Mal sehen, was dir da kommt. Ich bin gespannt. Da hast du jetzt nochmal ein ganz schön großes Thema geöffnet. Ich habe viele Fragen gestellt, fällt mir auch gerade ein. Also, es ist total in Ordnung. Mhm. Ich versuche mich mal ranzutasten. Also das Erste ist so, wie gehe ich mit Zurückweisung, mit Ablehnung um? Und was ich so im Entdecken beobachtet habe, dass es wie so kollektive Prägungen gibt, die sich astrologisch relativ gut herausarbeiten lassen. Da gibt es in der Astrologie einen Planeten, der heißt Chiron, das ist der verwundete Heiler. Und es gibt so da Prägungen, die aus dieser, also Astrologie ist ja ein Symbolsystem, wo halt die Planeten für ein bestimmtes Lebensprinzip stehen und dieser Planet ist versinnbildlicht. Und der Chiron versinnbildlicht halt so diese Wunde, die im Leben immer wieder berührt wird, die einen ganz wesentlichen Einfluss hat, die einerseits einen großen Schmerz und andererseits eine große Kraft in sich verbindet. Und meine kollektive Prägung, die gilt von meinem Jahrgang ab so für 6, 7 Jahre ungefähr, ist eine Prägung, die ein ganz tiefes Hadern mit diesem Menschsein und dem Körper in sich trägt und bedeutet, dass jedes Mal, wenn ich eine Zurückweisung erfahre, dass diesen Urschmerz in mir berührt. Also das ist für mich nicht nur, aha, da wäre ich gerade nicht attraktiv gefunden, sondern das ist ein existenzieller Schmerz, der da in mir entsteht. Und den habe ich lange nach außen projiziert. Was für eine böse Frau, die mir so wehtut, weil sie es so schlimm in mir angefühlt hat. Bis ich dort ein tieferes Bewusstsein bekommen habe, auch zu merken, da gibt es auch so ein allgemeines Hadern mit Körperlichkeit auf allen Ebenen. Wie ich aussehe, wie ich da agiere, also da ist wie so eine innere Distanz. Und das ist, viele würden das erstmal mit Trauma begründen, aufgrund aktuellen Forschungsstandes durch die Astrologie ist meine These, dass das schon wie mitgebracht wird und sehr früh im Leben wie angeschaltet wird, damit diese Erfahrung wiederum zu diesem Potenzial führt. Weil Wunde und Wunder sind sprachlich nicht umsonst so nah beieinander. Und das Potenzial darin ist, dass ich gleichzeitig ein ganz tiefes
Erdverbundenheitsgefühl habe und mich sehr tief verantwortlich für diesen Planeten fühle. Jetzt kriegst du vielleicht auch mit, warum will ich die Welt verändern? Weil ich sehe, dass aktuell die Menschen so eine große Distanz zu ihrer eigentlichen Heimat haben. In sich selbst und quasi auch im großen Symbol gesprochen zu diesem Planeten, der ihnen letztlich Heimat schenkt. Und also mir hat das sehr geholfen, so ein tieferes Bewusstsein zu quasi existenzieller Verletzung zu entwickeln und dadurch zu merken, oh, jetzt wird dieser Schmerz berührt. Und eigentlich genau dasselbe, was wir vorhin schon hatten, da zu machen, zu spüren, diese Intensität, die da abgeht, wenn dieser Schmerz berührt wird. Also stell dir vor, du hast hier eine offene Wunde und da fasst jemand drauf. Das tut einerseits weh und andererseits ist das erstmal pure Energie. Das ist halt wirklich, wow. Und genau dasselbe passiert dort auch. Und diese Intensität zu spüren und alle Gedanken, die da kommen, einfach durchfließen zu lassen. Nicht zu sagen, die blöde Frau, die das gerade gemacht hat oder meine Eltern, die mich so traumatisierten oder ich als großes problematisches Wesen, was eigentlich so kurz vor einer Psychose ist, sondern einfach nur zu sehen, dass diese Intensität und diese halt einerseits und andererseits Gedanken. Es ist wie eine Kette, die dann losgeht. Und einfach zu sehen, ah, da geht die Kette los. Mach's bewusst. Ja. Sei bewusst in dieser Verletzung. Ja. Ja. Und vor allem auch in den Körper nehmen, also aus dieser, wie du schon sagst, aus dieser Geschichte rausgehen. Vielleicht auch erstmal, also ich habe mir angewöhnt, mich zu fragen, wo spüre ich die Energie? Und wie fühlt sie sich an? Welche Empfindung, welche körperlichen Empfindungen? Und so gehe ich raus aus dieser Geschichte, gehe in die Verantwortung für mein Gefühl und lasse es dann sozusagen durchfließen. So, ne? Also indem ich schon mal spüren kann, okay, wo ist die Energie in meinem Körper? Okay, ich spüre ganz viel immer hier in meinem Herzbereich. So, da ist jetzt so ein Druck und es fühlt sich an, als wenn da so eine Faust zusammengeballt ist, okay, jetzt atme ich dort rein, ne, und ich mache das noch mit der Zentralkanalübung, was ich dir vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt hatte, nach der Dr. Somorta, geht für mich sehr gut, weil dann nehme ich das direkt hier rein, lasse die Energie von oben nach unten fließen, dass sie hier nicht so stagniert und sich hier drinnen sozusagen festsetzt, sondern sie kommt in Bewegung und alles will eigentlich in Bewegung sein. Wenn wir aber uns dagegen wehren und in dieser Geschichte feststecken bleiben, dann lassen wir auch diese Energie hier drinnen, ne? Und ich glaube, dass das auch viel mit Krankheit, ne? Also dass Krankheit letztendlich eine feststeckende Energie ist, die sich eben, ne? Und wenn wir das wieder in Bewegung bringen, sozusagen zum Fließen bringen, da kommen wir wieder zur Sexualität, ja, diese Energie möchte fließen. Und Element Wasser, ne? Sexualität, zweites Energiezentrum, Element Wasser, und Wasser will fließen. Und das ist auch für unsere Gefühle, weil das zweite Zentrum, was ja auch für die Sexualität, für die sexuelle Energie verantwortlich ist, ist ja auch für unsere Gefühlswelt letztendlich verantwortlich. Ne? So, und all das, da haben wir wieder den ich finde das immer so faszinierend, wie sich das dann eigentlich alles so, der Kreis schließt und wie alles miteinander zusammenhängt und verwoben ist. Und wir da ganz viel lernen können daraus. Ja. Ja. Es gibt noch ein Thema, was jetzt gern noch mit reinbringen will, und das ist halt, jeder übernimmt Verantwortung für sich. Weil bei diesem Thema, wo du gesagt hast, hey, wie die Frauen, die Männer noch besser verstehen können, also ich finde es einerseits gut, wenn da Verständnis kommt, andererseits sehe ich dort was sehr Kritisches, dass wir uns halt nach wie vor in so kindlichen Abhängigkeitsstrukturen halten. Dass es so geht, einen kleinen Jungen versteht, damit der besser im Leben klarkommt. Und dort zu merken, Frau übernimmt voll Verantwortung für dich, Mann übernimmt voll Verantwortung für dich. Und das bedeutet halt auch so, diese kindlichen Anteile in uns zu erkennen, die sich immer nach einer heilen Welt sehen, wo ich in meinen Bedürfnissen gesehen, wahrgenommen werde. Und dadurch, dass quasi Mutti mich sieht, ich mache es mal aus der jungen Perspektive, all meine Wünsche erfüllt. Und der Mann, der ist aber anders. Der Mann sieht, das ist mein Bedürfnis und der stellt sich dafür hin und sagt, das will ich. Und der ist nicht darauf angewiesen, dass seine Frau, / Mutti, erkennt, was er gerade braucht und ihm dieses Bedürfnis erfüllt. Mhm. Und das Ganze umgekehrt für Frauen heißt halt, da gibt es keinen Papi mehr, der sieht, was das kleine Mädchen braucht, sondern das ist eine erwachsene Frau, die ihrem erwachsenen Mann sagt, was sie will.
Und dann gibt es da auch ein Miteinander, wo heißt, okay, dein Bedürfnis passt für mich, gehe ich mit, ich mache es anders oder es passt für mich gar nicht. Ja. Und dann bricht nicht die kleine heile kindliche Welt zusammen, sondern dann ist, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wie einfach dort auch diese Bedürfnisse sich in einer Beziehung verbinden. Und zwar Menschen, die Verantwortung für sich übernehmen und nicht länger davon abhängig sind, dass der andere irgendwie einen wesentlichen Teil der Verantwortung für die eigene Erfüllung, für das eigene Glück mittragen muss. Und subtil passiert das noch ganz oft in unseren Beziehungen. Weil wir sind in der Tiefe, sind wir noch eine kindliche Gesellschaft. Und dasselbe Prinzip kannst du beobachten mit Arbeitgeber, wie der Arbeitnehmer erwartet, dass sein Chef ihn sieht, ihm Gutes tut. Dasselbe kannst du beobachten in puncto Politik. Also ich mag dort die Symbolik des Lebens. So, du kennst ja dieses Ding, wie im Kleinen so im Großen, wie innen so außen. Und das ist eine Symbolsprache. Und diese Symbolik findet sich überall. Ja, alles entspricht sich. Ja. Danke, also das war nochmal ja, ein sehr wichtiges Thema. Danke, dass du das noch mit reingebracht hast, ja, Thema Verantwortung. Ja, sehe ich auch so. Danke, auch wenn es mir noch nicht immer gelingt, ja, also das sage ich auch ganz ehrlich, dass es Tage gibt, dann kann ich voll Verantwortung dafür übernehmen und ich musste echt lernen, mich überhaupt klar auszudrücken. Ich konnte das einfach, also ich habe es nicht gelernt. Es war so, dass ich mich sehr schwer getan habe. Ich wusste mal, was ich nicht möchte. Das war mir sehr schnell klar. Aber das, was ich wirklich möchte, das ist ein neues Lernen. Und das auszudrücken, zu sagen, das möchte ich gerne. Das ist gerade, ja, und dann wirklich als erwachsene Frau dazustehen. Und Gott sei Dank habe ich einen Partner, der mir das da sehr klar spiegelt, ob ich mich klar ausdrücke, ne? Wie klar ich mit mir bin. Und es gibt immer noch Tendenzen, dass ich dann, aber ich merke es ganz, und ich merke es ganz schnell, dass ich dann jetzt projiziere und dass es nichts bringt und ich nehme es wieder zu mir zurück. Also auch da möchte ich jetzt nochmal mit auf den Weg geben, dass wir da auch geduldig mit uns sein dürfen, weil wir das in viele Jahre anders gemacht haben und völlig anders programmiert sind. Und dann zu sagen, okay, uns nicht wieder zu verurteilen dann dafür, oh Mist, weil das kenne ich von mir, jetzt ist mir das wieder nicht gelungen und ich konnte nicht bewusst bleiben, ich habe projiziert und dann werden wir wieder so hart, sondern einfach zu sagen, okay, sehr interessant, ja, und beim nächsten Mal gucke ich vielleicht noch mit noch mehr Bewusstsein, schaue ich da drauf und gucke, wenn wir das dann da gelingen. Also es ist eher mit so einer, da dürfen wir wieder dieses Kind einladen, also mit so einer kindlichen Neugierde und auch mit so einer Leichtigkeit, wie du schon gesagt hast, also alles nicht mehr so ernst zu nehmen. Und was ich immer merke, wenn Stefan und ich dann anfangen zu lachen, dass das so eine Entspannung, wenn wir über uns selber lachen müssen, weil wir jetzt in so eine Show rein in so einen Film eingestiegen sind, den wir eigentlich schon lange beenden wollten. Und wenn wir dann lachen, dann bringt das so eine Leichtigkeit rein und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm und so tragisch, sondern ja, okay, wir haben halt einfach mal wieder diesen Film gespielt und ja, beim nächsten Mal machen wir es anders. Vielleicht so, also auch nochmal diese Leichtigkeit damit reinzubringen und nicht ganz so hart mit sich selbst ins Gericht gehen, wenn es dann doch mal nicht gelingt, bewusst zu sein. Na, ich mag da sehr dieses Gefühl von Güte, mit dem ich mir selbst begegne, mit mir selbst gütig zu sein. Also so wie mich selbst mit den liebenden Augen einer Mutter anzuschauen. Oder ich mag auch die Idee, wie wäre es, wenn ich mich mit Gottes Augen anschaue? So, wenn ich, weißt du, von Gott ein Geschöpf bin, Gott wird ja nicht in mir nur die ganzen Fehler sehen, sondern er wird mich so sehen, wie ich bin. Und mir das immer wieder zu gestatten und gerade diese Bewusstwerdung, dass jeder von uns in sich längst vollkommen ist und dass diese Ideen, dass es dann noch Probleme zu lösen gibt, noch irgendwelche Prozesse durchzugehen sind, so immer uns wieder davon abhalten, diese Vollkommenheit im Moment zu erkennen.
Und die Vollkommenheit beinhaltet natürlich in einer polaren Welt, dass es einerseits Dinge gibt, die im Licht sind und Schatten. Es geht nicht anders. Mhm. Also solange es Polarität gibt, wird das immer da sein. Ja. Und deswegen ist, solange ich lebendiger Mensch bin, bin ich natürlich auch immer sterbliches Wesen und Unendlichkeit zugleich. Es ist polar. Ja. Und dieses Bewusstsein hilft mir auch immer mehr mit diesen ganzen Dingen, wo ich früher mich selbst so verurteilt und selbst mit gegeißelt habe, einfach mir gütig zu begegnen. Das bedeutet nicht, dass ich es schön rede, sondern einfach aus dieser Güte heraus, die für mich ein ganz schöner Ausdruck von Liebe ist. Ja. So wohlwollend. So wie eine Mutter ihre Kinder ins Leben bringt. Das ist wohlwollend. Die sieht, hey, mein Kind hat doch gerade Kacke gemacht, aber haut nicht die ganze Zeit drauf, sondern gibt ihm immer wieder Halt, damit es mehr und mehr in die Richtung kommt, wo es sich gut entwickeln kann. Das ist für mich Güte. Ja. Ja. Ja, das ist schön. Ist auch so, auf Schmerz oder auf Krankheit zu schauen, finde ich eine ganz neue Sichtweise, zu sagen, okay, ich gehe so liebevoll, jetzt ist das da, ne? Und ich gehe da in so eine Annahme und atme da ganz liebevoll, also wie du schon sagst, mit den Augen Gottes, ja, weil auch da haben wir ja oft so ein Schuldgefühl, und gerade mit den, wir haben uns das selbst kreiert, das hat auch wieder eine Schattenseite, dass wir dann wieder in so, ich bin jetzt schuld, ich habe mir das selbst manifestiert, und also erlebe ich ganz häufig auch in meiner Arbeit, dass sich ganz viele schuldig fühlen, auch wenn sie an Krebs erkrankt sind. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, das möchte ich jetzt nicht noch aufmachen, das ist zu groß. Ich wollte einfach nur sagen, dass mich das daran erinnert, auch da liebevoll mit uns zu sein. Und es ist so toll, dass du gesagt hast, dieser Hinweissatz, wie würde mich jetzt, oder ich schaue mit Gottes Augen auf mich oder auch auf die Krankheit, auf meinen Schmerz. Und das ist sehr schön, ja. Also, vielen lieben Dank, lieber Andres. Es hat mir wieder viel Freude gemacht mit dir. Und ich glaube, dass das nicht die letzte Folge war hier mit uns beiden. Es wird sich bestimmt noch mal was zeigen. Und wir lassen es immer fließen, wir gucken einfach, und wenn mal wieder ein Thema aufploppt, dann findet sich das wieder zusammen. Also, Dankeschön, gerade für dieses sensible Thema. Und ich glaube, es ist uns gelungen, da ja sehr offen drauf zu schauen und da einfach ganz offen ein paar Impulse zu teilen. Und jeder kann da für sich das rausgreifen, womit er in Resonanz geht. Auch das hast du ja immer wieder offen gelassen. Wir sind ja nicht hier, um den Menschen irgendwas zu erzählen, was sie zu tun und zu machen haben, sondern in meinen Interviews geht es mir darum, die Impulse zu geben und zu gucken, was spricht dich vielleicht an, wo fühlst du dich gesehen, was willst du weiter erforschen. Und genau, also danke, lieber Andres. Bis bald. Danke dir. Ciao. Tschüss.